In dieser Folge zeigen wir das Umformen für einen Lampentopf zur Integration in einen vorderen Kotflügel. Zuerst wird mit einer Abkanzzange der äußere Rand des Blechstreifens umgebördelt. Der Blechstreifen hat genau die Länge des Umfangs des Lampentopfs. Das Umfalten geschieht schrittweise und in mehreren Durchgängen. Dies bewirkt, dass sich das Blech nicht verzieht und die abgekantete Seite schön gerade bleibt. Hat man die Seite nun komplett umgelegt, liegen meistens noch einige Falten in den abgekanteten Bereich. Diese lassen sich sehr einfach glätten. Mit einem Dolly und einem flachen Hammer wird nun stückweise der umgebörtelte Rand geglättet. Nach dem Glätten des Randes wird der Rand an der Streckmaschine bearbeitet. Stückweise und in regelmäßigen Abständen wird der Rand gestreckt, um eine Rundung in das Blech zu erzielen. Die regelmäßigen Abstände sind wichtig, da das Blech nur so eine gleichmäßige Rundung annimmt. Auch der Druck auf die Spannbacken sollte immer gleich bleiben. Bereits nach dem ersten Durchgang sieht man, dass sich das Blech in eine Richtung gewölbt hat. Der zweite Durchgang erfolgt nun in kleineren Schritten. Eine sehr zeitaufwendige Arbeit, doch Geduld zahlt sich am Ende aus. Höherer Druck würde das Blech zwar schneller umformen, doch würde spätestens nach dem dritten Durchgang das Blech auch an verschiedenen Stellen reißen, denn die Kraft würde das Blech regelrecht auseinanderziehen.
Langsam entsteht durch das Strecken des Randes die gewünschte Zylinderform des Lampentopfs. Die Rückseite des Lampentopfs wird nun angepasst. In diesem Fall passt bereits alles sehr gut zusammen. Da der Boden des Lampentopfs gewölbt ist, wird das Blech noch auf einem Dreiblock in eine Wölbung getrieben. Die entstandenen Treibspuren werden an der Rollenstreckmaschine herausgeklettet. Alternativ kann auch mit einem Kletterhammer das Blech auf einem entsprechend gewölbten Amboss geklettet werden. Die Ränder werden an der Sickenrolle abgerundet, damit ein stabiler Boden entsteht.
Beim Rollen wird der Rand etwas wellig, da das Material im Grunde gestaucht wird. Um diese Wellen zu beseitigen, wird der Rand an der Stauchmaschine bearbeitet. Stückweise wird der Rand zusammengezogen und damit auch die Falten geglättet. Beide Teile sind nun fertig und können miteinander verschweißt werden. Um zu sehen, ob alles passt, werden die Teile erst einmal nur leicht geheftet.